RepTV Spezial Plätzefisch 2013. Das 18. Mal in Herxheim. 18. Plätzefest 2013. Das Plätzefest hat seinen 18. Geburtstag gefeiert. Es ist volljährig Woche. Es ist Sonntag. Wir sind alle schon ein bisschen durch den Kanal. Frank, wie hast du die letzten 3 Tage durchgestanden? Was für Drogen hast du nehmen müssen? Ja, hallo Wach. Wie du bist, ne? Ja, hallo Tag heißt es. Hallo Tag, okay, die Musik hat extra für dich jetzt aufgehört. Geliebte Doris, sag doch mal was ins Mikrofon. Was war das Schlimmste, was du aushalten gemisst hast jetzt? Dich, die letzten 3 Tage. Alles klar, die 5 Euro kannst du streichen fürs Interview. Marius, ja. Dein Statement, kurzes Blitzlicht. Ich bin müde. Chris, übrigens, die Chris hat... Dito. Ja, hat 1A Ansage für uns gemacht. Wir sind quasi raus aus dem Showbusiness. Sie hat uns mit ihrem Talent verdrängt, muss man sagen. Oh. Ja. Und jetzt noch der wichtigste Mann, unser Monitormann. Endraum. Ja, ein Traum, echt. Ja. Laut, aber gut. Super, finde ich auch. Er hat mal den besten Bassdrum-Sound gemacht, den ich jemals gehabt habe. Ich habe den verrissenen Zettel übrigens noch. Den hat es total verrückt. Und ganz am Schluss, die Fee in Person, Mr. Plätzelfest himself. Ein Mann, der nicht nur durch sein Äußeres besticht, sondern auch durch warme Worte und Wohlklang in der Stimme. Harry, Herr Haarmeister für mich, sag du was Herr dazu. Herr Haarmeister, genau. Ja. Also, wir haben ja vorhin festgestellt, dass wir nicht Zwillinge sind. Wir sind in einer Cocktailbar und zusammen Bank sind wir zusammengeschüttelt worden. Wir sind rausgekommen als Zwillinge. Ein Eiche. Ob das mit dem Ente-Ei wirklich so ist, das überprüfen wir später noch. Da würde ich sagen, Hose runter, Blinder. Und ansonsten, es war ein geiles Plätzelfest und wir kommen gern wieder. Wir dürfen aber nicht mehr kommen, wenn wir Rock'n'Roll. Nein, deshalb bin ich auch Schlagzeuger. RepTV Spezial Plätzefisch 2013.